aus Vietnam. Wir sind allerdings jetzt im Norden, in Ha Giang. Und hier gibt es den berühmten Ha Giang Loop. Das ist ein Motorradloop, der ist so 450 Kilometer lang. Geht hier schön durch die Berge. Man kann es vielleicht im Hintergrund auch sehen, dass wir in den Bergen sind. Es war ein bisschen problematisch, jetzt heute so kurzfristig ein Bike zu kriegen. Hier ist gerade Peak Season und deshalb hätte man besser eins im Vorfeld gebucht. Aber wir haben jetzt noch zwei schöne bekommen. Unsere Anreise gestern aus Ninh Binh war, ja, wir sind morgens um 10 Uhr los und haben dann den ersten Bus nach Hanoi genommen, mussten da umsteigen. Es war ein bisschen chaotisch, weil wir mussten dreimal den Bus wechseln, bis wir erst in Hanoi dann gewesen sind. Und von da aus sind wir dann quasi in den Sleeper-Bus eingestiegen. Ja, der will uns schon wieder mit nach Hanoi. wir sind dann im Sleeper-Bus, das ist so ein Bus mit Schlafkabine. Das sind jetzt Schuhe ausziehen und Socken ausziehen. Das ist unsere Kabine. Unsere Doppelkabine. Mit Fernseher. Oh, Massage sogar, cool. Aber für uns beide wird's kuschelig. Die Fahrt dauert knapp 7 Stunden und sind dann erst hier gegen 9 angekommen. Also es ist schon ein ganzer Tag Reisestress gewesen. Ja, wir haben es aber dann geschafft, hatten ein schönes Hostel gefunden, Ha Giang Hostel. Hier haben wir auch die Bikes jetzt gemietet und die sind nagelneu. Wir haben deswegen auch eine Versicherung abgeschlossen. Sicher ist sicher. Caro zieht jetzt noch ihre Protektoren an. Sicherheit geht vor. Safety first. Ja. Es ist auch so, dass es hier immer mal wieder regnen kann und die Straßen rutschig sein können. Deshalb gehen wir da auf Nummer sicher. Wir haben gerade beim Mieten kam einer rein und er ist gefallen. Und ja, ist natürlich dann immer doof, wenn man sowas gerade sieht, wenn man das Motorrad mietet. Und er hat gesagt, er ist gefallen, weil die Straße rutschig war, weil es geregnet hat. Ja, und hat sich ein bisschen die Beine aufgefallen, deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, doch noch Protektoren anzuziehen. Jo. Gut. Ja, und wir legen jetzt mal los. Wir haben jetzt knapp 11:30 Uhr. Das sind wahrscheinlich die letzten, die hier wegfahren. Ja, aber wir haben Zeit, von daher ist es in Ordnung. Erstmal volltanken. Jetzt, wie lange sind wir unterwegs? 2 Stunden ungefähr. Sind jetzt hier den ersten Aufstieg hoch. Haben hier einen Top-Ausblick in das Tal, wo wir gerade hergekommen sind. Und in 20 Minuten erreichen wir wohl den Punkt, wo es Mittagessen gibt. Wunderschön hier. Das ist jetzt das Heaven's Gate. Und da unten, hinter dem See, ist ein kleines Village, in das wir jetzt fahren und uns eine Übernachtung klar machen müssen. So, wir haben jetzt das Village erreicht. Wir sind jetzt in Nam Dam Village und wir mussten jetzt mal hier gucken, ob wir überhaupt noch was finden, weil wir ja so spät gestartet sind. Also online war gar nichts mehr verfügbar, nur noch in Mehrbettzimmern. Und jetzt haben wir, ich glaube, 3 Homestays und hier beim 3. hatten wir Glück und haben noch ein ganz kleines Zimmer bekommen mit Gemeinschaftsbad. Aber das reicht auf jeden Fall für eine Nacht. Und jetzt mal gucken, wir haben noch voll früh. Wir wollen uns vielleicht noch eine Höhle angucken. Die ist noch 20 Minuten weit weg. Und ja, Mittag gegessen haben wir irgendwie auch noch nichts. Vielleicht machen wir das auch noch. Wir gucken mal. Jetzt nochmal in Canba Town reingefahren. Um was zu essen zu finden. Fried Rice with Chicken. Ganz cool. Mhm. Und danach wollen wir noch die Höhle erkunden, die es hier gibt. Deswegen müssen wir uns jetzt etwas stärken. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Ich glaube 3:30 Uhr. Vier. Ist das unser Mittagessen oder unser Abendessen? Mittag.
haben jetzt auf dem Weg gerade mal angehalten, weil es so schön hier ist. Das ist der Weg zur Höhle. Und die Sonne geht gleich da hinter den Bergen unter. Ist richtig schön. Man kann hier so ins Tal gucken. Und da unten ist auch irgendwo dann unsere Unterkunft für heute Nacht. Es lohnt sich auf jeden Fall allein schon wegen dem Weg hier hochzufahren zur Höhle. Da unten sieht man auch die Reisfelder. Anscheinend ist gerade Erntesaison, weil wir haben ganz viele Frauen gesehen, die auf den Straßen den Reis verteilen zum Trocknen. Wir sind jetzt wieder am Homestay. In der Höhle waren wir nicht mehr. Das war uns ein bisschen zu. Das hat zu lange gedauert. Wir hätten müssen noch eine halbe Stunde hinlaufen und es wird jetzt langsam dunkel. Aber die Fahrt dahin war super cool. Und jetzt schauen wir mal, was hier im Homestay noch so los ist heute Abend. Hier wird auf jeden Fall gekocht schwer und wahrscheinlich trinken sie auch wieder Happy Water und Bier. Und Lassen wir mal auf uns zukommen. Aber wir sind jetzt auch wenn wir nur 70 Kilometer heute gefahren sind, oder 80, ganz schön müde. Wir machen mal den Weitwinkel an und zeigen euch unser Zimmer. Das ist die Hauptdecke und eigentlich haben wir nur zwei Wände. Wir haben gar keine Decke, also oben Decke. Nee. Und ja, das ist wohl ein 1,40er Bett, also nicht viel Platz. Muss reichen für heute Nacht. Passen die noch rein? Ja, hängen die an die Garderobe. Okay. Hier wird jetzt gekocht. Hightech Video. Ja, yeah. Yeah, ist okay? Ja, yeah, okay. Yeah. Oh, looks nice. Ente, Spieße und ein Huhn ist in der Mitte. Das ist die Kochstelle. Tag 2 von unserem Loop und wir sind jetzt wieder von unserem Homestay den Weg runter zu der Höhle gefahren, weil wir die doch unbedingt noch sehen wollten. Und wir haben uns überlegt, falls wir unsere Strecke heute nicht ganz schaffen, dann lassen wir einen Teil weg. Aber weil wir die Höhle in Kat Bar so cool fanden, wollen wir die hier auf jeden Fall sehen. Die soll richtig toll sein. Die wurde 2015 erst entdeckt. Also, und ist irgendwie ein paar Millionen Jahre alt und im gleichen Jahr wurde die auch schon für Besucher eröffnet und wir sind gespannt, was uns da jetzt erwartet. Was man dazu sagen muss, wir haben unser Motorbike abgestellt und müssen noch so 30 Minuten gehen bzw. wandern. Mal schauen, wie lang es dauert tatsächlich. Frühstück. Mhm.
es jetzt hier hochgeschafft, eine halbe Stunde zu gehen. Haben so schöne Lampen gekriegt für den Schädel. Und jetzt gehen wir mal in die Höhle, schauen uns die an, ob sich das gelohnt hat. Sehen wir dann später. Ja, manche Stellen sind echt eng. Muss man auf den Kopf aufpassen. Aber hier gibt es auch die Treppen. Alles ziemlich neu, weil die Höhle, wie gesagt, erst 2015 entdeckt wurde. Ist riesig. Übrigens 20.000 Dong pro Nase gekostet. Also ist echt ein Schnäppchen. Wenn ihr den Loop fahrt und ein bisschen Zeit übrig habt, dann empfehlen wir definitiv hier in die Höhle zu gehen. Bis da hinten geht's dann. Und da wird umgedreht und es geht zurück Richtung Ausgang. Ja, die Höhlentour hat sich gelohnt, vor allem aber auch wegen dem Ausblick, den man hat, wenn man hier rauskommt. Hier sieht man auch den Weg, den wir gegangen sind. Für uns geht es aber jetzt weiter mit unserem Loop. Wir haben heute noch knapp 110 Kilometer vor uns. Soll so 4 Stunden dauern ohne Pause, wenn man im Auto fährt. Also wir haben noch gut was vor uns mit den Motorbikes heute. Und deswegen müssen wir uns jetzt mal langsam auf den Weg begeben. Knapp eine Stunde unterwegs. Jetzt sind wir hier Shortcut am Fahren, aber es ist trotzdem super schön, wie man sieht, die Berge im Hintergrund. Also die Täler, die sind richtig tief und die Berge so spitz wie kleine Pyramiden. Hätten wir uns nicht so gut vorgestellt. Gerade hochgekommen und sind jetzt an so einem Aussichtspunkt. Hier verkaufen ganz viele Kinder so Blumenkränze. Jeder macht sein Foto. Das sieht echt schön aus. Irgendwie mitten im Markt. Da steht eine Kiste Hühner. Und da ist es. Mal sehen, wie es Zimmer ist. Aber uns brennt der Bobbes. Gut, dass wir hier sind jetzt. Wir sind jetzt in Dongwan Old Town. Sind gerade eben eingecheckt ins Hotel. Das sieht ganz gut aus, das Zimmer. Wird wahrscheinlich eine ruhigere Nacht als die Nacht davor. Wir werden hier noch eine Stadtrunde drehen und später noch was zu essen suchen und relativ zeitig ins Bett gehen, weil wir haben morgen noch mal ungefähr die gleiche Kilometeranzahl vor wie heute und wir sind doch schon ziemlich müde. Deshalb war es das für heute.